Pickel, Pickel und Pickel. Ich glaube, ich habe da einen Pickel. Heute geht es im Grundlagenkurs um das Thema Eispickel, wie sie funktionieren, wie du den richtigen findest und was eigentlich so die Unterschiede zwischen den einzelnen Pickeln sind. Wo fangen wir an? Naja, erstmal bei einer kleinen Unterscheidung. Es gibt zwei Arten von Pickel. Einmal sind das klassische Eispickel, auch genannte Basisgeräte, und dann gibt es dann noch die Eisgeräte, die sogenannten Technikgeräte. Zweitere bräuchten eigentlich ein eigenes Video und sind kein Thema für den Grundlagenkurs. Spannender sind für alle Leute, die mit dem Bergsteigen, vor allem im Bereich leichte Hochtouren beginnen wollen, natürlich die Eispickel, also die Basisgeräte. Deswegen schauen wir uns zu Beginn einfach mal an, wie so ein klassisches Basisgerät, also im Folgenden nenne ich es Eispickel, aufgebaut ist. Jeder Eispickel besteht grundsätzlich aus einer Haue, einer Schaufel, einem Schaft und einer Spitze. Wenn ihr ins Geschäft geht, werdet ihr als erstes mal feststellen: Oh shit, die schauen alle irgendwie ein bisschen unterschiedlich aus. Gut erkannt, das hängt nämlich von zwei individuellen Faktoren ab. Erstens der Länge und zweitens der Biegung. Und das wiederum hängt davon ab, ob wir hier von einem Hochtourenpickel oder einem Hybridpickel sprechen. Aber jetzt wird es richtig kompliziert. Das ist eigentlich keine offizielle Unterscheidung, beziehungsweise der Verkäufer kann oftmals nichts damit anfangen. Merken musst du dir jetzt erstmal, es gibt zwei verschiedene Arten von Hochtourenpickeln, die sich in den kleinen Dingen des Lebens unterscheiden, aber letztlich auch einen unterschiedlichen Anwendungsbereich mitbringen. Ich erkläre dir jetzt erstmal den klassischen Hochtourenpickel, der Hochtourenpickel. Der klassische, typische Gletscherpickel kommt immer oder meistens mit einem geraden Schaft und ist eigentlich darauf ausgelegt, am Gletscher auch zu einem gewissen Teil als Gehstock verwendet zu werden. Der Unterschied zum Wanderstock ist, dass ich mich mit dem Pickel bei Schnee und Eis auch bremsen kann. Außerdem kann der Pickel sehr gut und einfach für Rettungsaktionen installiert werden, weil er auch dementsprechend lang ist. Denn die Länge des klassischen Gletscherpickels hängt von deiner eigenen Körpergröße ab. Und wie man zu der richtigen Länge des Pickels kommt, zeige ich dir jetzt. Hängt der Pickel in der Hand herum, dann sollte die Spitze ungefähr bei deinem Knöchel enden. Das wäre dann die perfekte Länge für den klassischen Hochtourenpickel. Auf keinen Fall sollte er am Boden aufsetzen. Falls er das tut, einfach die nächst kürzere Länge wählen. Die Tatsache, dass er so lang ist, ist praktisch, weil er damit als Stabilisierung am Eis genutzt werden kann, auch zum Einrichten von Fixpunkten, und er in der Regel ordentlich schwer ist, sodass man auch Schlagwucht zusammenbringt fürs Stufenschlagen beispielsweise. Er ist quasi ein Spazierstock mit Vorzügen. Jetzt gibt's aber ein Problem. Manche Pickel im Geschäft gibt's einfach nicht so lang, dass diese Faustregel mit der richtigen Länge tatsächlich funktionieren würde. Was soll das jetzt heißen? Naja, da wird es leider wieder etwas komplizierter, denn dann sprechen wir vom Hybridpickel und nicht mehr vom Hochtourenpickel, der Hybridpickel. Der Unterschied zwischen einem klassischen Hochtourenpickel und einem Hybridpickel liegt in der Biegung und der Länge vergraben, hatte ich vorher schon kurz erwähnt. Die Länge des Hybridpickels ist immer deutlich kürzer, weil ich diesen Pickel auch dafür einsetze, im steilen Eis mich hochzuarbeiten. Alles, was am Gletscher steiler als 30 Grad ist, ist für einen klassischen Gletscherpickel schon eine ordentliche Herausforderung im Handling. Denn der Pickel ist einfach zu lang, um ihn vernünftig zum Einschlagen im Eis zu nutzen. Außerdem kommt hier jetzt auch diese vorhin erwähnte Biegung zum Einsatz. Je gebogener oder gekröpft, wie man so schön sagt, ein Pickel ist, desto eher eignet er sich für das steilere Gelände. Je steiler das Gelände, desto steiler sollte die Biegung sein. So als Faustregel. Deshalb haben Eisgeräte zum Beispiel für das Steileisklettern auch einen brutal spitzen Innenwinkel. Ein klassischer Gletscherpickel sieht aber eher aus wie eine T-Kreuzung. Der Hybridpickel versucht da eben so ein Mittelding darzustellen mit unterschiedlichen Neigungswinkeln. Wofür braucht man das nun? In erster Linie kann im steilen Gelände der gebogene Schaft wie eine Kralle verwendet werden. Man kann sich also richtig schön in kleinen Rissen, Schlitzen und Co. verhaken. Der klassische Pickel würde aus vielen kleinen Haltemöglichkeiten wohl wieder rausrutschen, und das macht eben den zweiten großen Unterschied aus. Das bedeutet bei der Wahl des Hybridpickels aber Folgendes: Durch seine geringere Länge kann er nicht als Stock verwendet werden, muss für das Einbremsen am Gletscher aber trotzdem getragen werden. Er hat dann eben einfach nur keine Aufgabe. Und selbst wenn es steil wird, ist gutes Handling dieser Pickel Voraussetzung, um erfolgreich und sicher damit arbeiten zu können. Weiß man nicht, wie man Hybridpickel vernünftig einsetzen kann, hat man auch keinerlei Nutzen und bringt sich vielleicht bei falschem Einsatz auch noch in zusätzliche Gefahr. Grundsätzlich gilt aber Folgendes:
Der Hybridpickel sollte so lang sein, dass man beim klassischen Pickel einschlagen ein gutes Gefühl hat und einem der Pickel nicht auskommt. Je länger der Hybridpickel ist, desto kopflastiger wird er beim Schwingen. Das ist ein Problem. Also selber mal ausprobieren und nicht ausmessen, wie man das bei dem Pickel mit dem geraden Schaft machen kann. Kauft also keine ewig langen Hybridpickel, um auf eine Faustregel zu kommen. Hier handelt es sich um eine andere Art Pickel. So 55 cm sind so ein gutes Stichwort für die Hybridpickel. Aber kommen wir jetzt zum Anwendungsgebiet der einzelnen Arten. Geht man leichte Gletschertouren, flache Gletscher bis zu einer Steigung von vielleicht 30 Grad, dann reicht ein ganz normaler Pickel. Gerader Schaft, normale Länge. Er sieht zwar nicht so spektakulär und cool aus wie bei Uli Steck, ist aber bequemer und für dich sinnvoller. Du kannst mit dem einfach besser arbeiten. Geht man anspruchsvolle Gletschertouren, Steileispassagen inklusive und vielleicht auch gemischtes Gelände im zweiten oder dritten Grad, kann ein Hybridpickel die bessere Wahl sein. Aber er unterstützt dich eben nicht beim Gehen am Gletscher und kann dir nur in schwierigem Gelände, in steilem Gelände oder eben im Notfall eine echte Hilfe sein. Was ich leider oft sehe, dass viele Leute sich die kürzeren Hybridmodelle kaufen, weil sie einfach cooler aussehen und weil alle Spitzenalpinisten diesen Pickel haben. Ja, da ist was dran. Aber ich möchte den Gedankengang etwas korrigieren, um vielleicht einen Fehlkauf zu vermeiden. Der Pickel macht dich nicht zum Spitzenalpinisten, sondern das Anwendungsgebiet. Du bist immer noch kein Spitzenalpinist, weil du einen Hybridpickel hast. Du schadest dir in gewisser Weise nur damit, weil du auf deinen ersten Hochtouren mit einem normalen, soliden Gletscherpickel mehr Komfort und mehr Freude haben hättest können. Persönlich geschätzt würde ich sagen, dass 50% aller Gletschergeher den falschen Pickel haben oder zumindest sich mit dem langen, geraden Gletscherpickel einfacher anstellen würden. Für den Großvenediger, den Similaun, den Dachstein, die Wildspitze, den wilden Pfaff oder das Zuckerhüttel sind keine Hybridpickel notwendig. Das sind keine technisch anspruchsvollen Hochtouren. Da reicht ein ganz normaler, gemütlicher Pickel. Bist du mehr so die Fraktion Nordgrate, vereistes, leichtes Klettergelände, anspruchsvolle Hochtouren etc., dann kann dir ein Hybridpickel aber definitiv das Geld wert sein. So, haben wir das verwirrende Thema jetzt mal geklärt. Kommen wir jetzt zu Zusatzfeatures. Zwei Sachen sind bei normalen Eispickeln ein Thema. Erstens die Handschlaufe. Die Handschlaufe hat keinen Nutzen, wenn sie nicht richtig verwendet wird. Im Zweifelsfall bringt sie sogar das Problem mit, dass man sich irgendwie verheddert oder die Schlaufe im Weg ist. Grundsätzlich sollte die Handschlaufe nur dann verwendet werden, wenn man auch berechtigte Angst um seinen Pickel haben muss. Oder für alle Fotografen am Gletscher, denn dann kann man einfach den Pickel einfach mal fallen lassen und hat die Hände frei. Einen realen Nutzen abseits dessen gibt es aber bei normalen Eispickeln eigentlich nicht. Das zweite Zusatzfeature ist der Grip. Manche Pickel, gerade die ultraleichten Varianten, haben am Griff gar nichts. Manche haben kleine Rillen, ja gut, aber die könnte man sich eigentlich auch schenken. Andere Pickel haben Gummi über dem Griff, wieder andere haben eine Pulverbeschichtung und so weiter. Da gibt es unterschiedliche Ansätze und Ideen und grundsätzlich ist das immer sehr zu empfehlen. Meistens kommen die Dinger nur bei Hybridpickel zum Einsatz, logischerweise, weil den klassischen Normalpickel halte ich ja nicht am Griff, sondern oben bei der Haue. Außerdem gibt es dann für manche Hybridpickel noch eine Hand- bzw. Fingerauflage für die coolen, das Teil kann man auch Trigger Rest nennen. Dieses Teil ist auch eher wieder was für Hybridpickel. Das bedeutet, der klassische Gletscherpickel kommt ganz ohne diesen ganzen Schnickschnack aus, braucht man alles nicht. Einfacher wird die Auswahl, wenn man sich den klaren Einsatzzweck vom Pickel anschaut. Ein Pickel dient am flachen Gletscher der Stabilisierung, der Bremsmöglichkeit und der Kameradenrettung. Mehr muss er nicht können. Ihr werdet am flachen Gletscher nicht zu Uli Steck, nicht zu Reinhold Messner und auch nicht zu Simone Moro. Am steilen Gletscher und im gemischten Gelände dient der Pickel dem Fortbewegen, der Absicherung und ebenfalls der klassischen Kameradenrettung. Jetzt musst du dir nur noch überlegen, gehst du, realistisch betrachtet, nicht im Sinne der Wunschvorstellungen, anspruchsvolle Hochtouren im gemischten oder im Steileisgelände oder gehst du leichte Hochtouren im flachen? Damit ergibt sich die Auswahl dann eigentlich ganz von selbst. Ich bin auf 1000 Sachen nicht eingegangen. Ich bin auf die Zusatzfeatures nicht genau eingegangen. Ich bin aufs Material nicht genau eingegangen. Ich bin auf die Geschichte nicht eingegangen. Ich bin nicht auf den klassischen Holzpickel eingegangen und auch nicht auf die Eisgeräte. Auf so viele Dinge nicht. Aber wie du siehst, das Video ist jetzt schon ziemlich lang und die Unterscheidung zwischen Hybridpickel und Normalpickel ist die wichtigste für eure ersten Hochtouren. Deshalb dachte ich, dass dieses Thema auch am wichtigsten ist und den meisten Platz bekommen sollte. Ich hoffe, ihr wisst jetzt ungefähr, welchen Pickel ihr braucht, welcher Pickel euch helfen kann und wie ihr herausfindet, welche Länge ihr beim Pickel braucht.
Habt ihr noch Fragen? Schreibt sie gerne in die Kommentare. Wir haben auch eine tolle Community am Discord-Server. Link ist in der Videobeschreibung. Da könnt ihr auch alle eure Fragen stellen. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und Bergheil.